Tachchen und willkommen zurück zum Let's Play Civilization 6 vom Sid Meier. Ja, wir haben heute Nacht quasi, und zwar nur wenige Minuten nach dem Release des Spiels, auch schon dieses Let's Play hier gestartet. Und zwar spielen wir die deutsche Zivilisation, und ich möchte auch gar nicht lange drum rumreden, sondern ich würde sagen, wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar bei der Erkundung und vor allem der Erforschung neuer Technologien. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab, Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Ja, hier einmal ein Zitat, das ist nach jeder Forschung. Und zwar haben wir die Tierzucht freigeschaltet und das bringt uns eine Weide, das ist eine Modernisierung für Schafe und Kühe und so. Und es gibt Jagdlager, damit kann man dann eben Pelz, Elfenbein und Wild eben jagen. Und das ist für uns in der Hinsicht ganz prima, weil wir hier nämlich Elfenbein direkt neben unserer Stadt haben und hier ein bisschen weiter weg sind auch noch Schafe. Deswegen würde ich sagen, wählen wir auch schon direkt die nächste Forschung. Okay, was wäre sinnvoll? Bogenschießen haben wir leider nicht den Bonus. Generell haben wir noch nirgendwo irgendwie den Bonus. Keramik kann man gar keinen bekommen. Was bringt uns das denn? Ein Kornspeicher. Bringt Nahrung und Wohnraum. Reiterei dauert sehr lange. Ich würde sagen, wir nehmen mal Bergbau. Dann können wir ja auch, glaube ich, Marmor abbauen. Das ist in jeder Hinsicht ganz prima. Zumal hier sind da auch noch ein paar Steine. Okay, Einheit benötigt Befehle. Und zwar ist das unser Speer. Den haben wir ja geschenkt bekommen, weil wir hier oben, was heißt geschenkt? Wir haben ihn in der Ruine gefunden und der hat sich dann nach Aachen gebeamt und startet hier seine Erkundungsmission. Okay, hier finden wir ein bisschen Schafe, Weizen, sogar wieder noch ein bisschen Elfenbein. Also, wir haben hier schon ganz gute Vorräte. Und der Speer könnte ja eigentlich mal einen Fluss überqueren. Ach, wir haben Krabben als Bonusressource. Wir können hier oben natürlich überlegen, eine Küstenstadt zu machen, denn ich glaube, wir haben mehrere Kontinente eingestellt. So. Hier können wir das Barbarenlager angreifen, aber ich will erstmal keinen Stress machen, sondern ich will die alte Ruine gucken. Und zwar ist da bestimmt auch wieder was Nützliches drin. 40 Gold waren das, glaube ich. Man hat es eben nicht gesehen. Und wir finden Fisch. Zweimal Fisch und zweimal Milch. Hier könnte man natürlich auch prima eine neue Stadt hinbauen, weil sie hier sehr gut versorgt ist mit Nahrung. Aber wir haben dann natürlich Ärger mit St. Petersburg hier von Russland. Okay, nächste Runde. So, ich würde sagen, wir laufen hier erstmal ein bisschen an der Küste lang, hier um zu gucken, was St. Petersburg fürs russische Imperium noch für potenzielle Ressourcen hat, die sie sich dann holen können. Aha. Sie haben einmal Stein und hier zweimal Milch. Ist natürlich gut für die Nahrungsversorgung hier und für die Produktion. Also die hat es auch nicht schlecht getroffen. Wir haben es hier aber auch ganz gut mit Elfenbeinen und Schafen. Okay, der Speer kann hier mal weiter sich durch den Wald kämpfen. Und wir finden, wir haben hier nochmal Stein, wir haben Wald und Dschungel und vor allem haben wir wieder einen Barbarenspeer. Wir benötigen noch Befehle, der andere hier. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Das klingt doch schon mal ganz gut. Tag, wer seid ihr denn? Sansibar, Stadtstaat. Krieg erklären, Militär ausheben, Gesandte in Sand 1, beeinflusst durch eine Zivilisation, das sind hoffentlich wir. Und Quests ein. Was ist euer Quest? Barbaren Außenposten im Umkreis von 5 Geländefeldern zerstören. Zerstört einen barbaren Außenposten innerhalb von 5 Geländefeldern. Oh, ich glaube, ich verklicke mich hier sonst wo. Okay, wo haben wir denn hier einen Außenposten? 1, 2, 3, 4. Der ist nicht nah genug dran. Vielleicht findet der Speer den ja auch schon gleich. Das hier sind aber sansibarische Krieger. Gibt es das Wort sansibarisch? Egal. Nächste Runde. So. Ich dachte theoretisch, mir fällt gerade ein, es hat sich ein bisschen was am Fortbewegungssystem geändert. Und zwar der Speer hier ignoriert nicht die Geländekosten vollkommen. Das hätte ich eigentlich gedacht. Denn sowas im Vorgänger, der konnte über Wald und über Gebirge rüberlaufen und das war ihm egal. Aber hier kommt er auch immer nur ein Feld weiter. Finde ich persönlich ein bisschen schade, denn so ist er ja gar nicht die optimale Einheit für die Aufklärung. Ah, hier ist jetzt der Barbarenspeer, die Ruine, aber die möchte ich eigentlich auch haben. Wir können mal gucken, gegen Barbaren haben wir immer einen Bonus. Außerdem haben wir auch noch einen Bonus für ideales Gelände. Aber das machen wir mal später. Wir warten hier erstmal ab und holen uns die nächste Einheit.
Hier haben sie noch Salz und Schafe. Schafe scheint es eine ganze Menge zu geben. Okay, Marmor, aber das besagte Barbarenlager haben wir immer noch nicht gefunden. Wir gehen hier erstmal mit den Kriegern weiter, und zwar auf Russland zu. Ja, hier ist im Grunde genommen nur Wasser und nichts zu holen. Außer dem Fluss, aber St. Petersburg hat jetzt... St. Petersburg direkt hat jetzt auch nicht so die dollen Ressourcen, aber hier oben gibt's was. Also ich schätze, dass sie da ihre nächste Stadt hinbauen. Ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall unsere erste Stadt hier an den Fluss setzen müssen, damit wir hier eine Grenze zwischen uns und Russland geschaffen haben. Denn so haben wir uns direkt erstmal alle Gefahren entzogen, dass die hier irgendwie einen Überraschungskrieg machen. Wenn hier eine Stadt ist, dann haben wir erstmal Ruhe, und vor allem hier ist ja auch der Fluss als nasse Grenze. Nächste Runde. Russland ist uns aber gegenüber auch nicht so freundlich gesinnt, ne? Die sind unfreundlich. Warum überhaupt? Hallo. Beginnt sofort einen Krieg. Normale Kriegstreiber Malusse. Heißt das Malusse? Ich würde eher sagen Mali oder Malus. Um 50% erhöht. Denunzieren. Äußert formell euren Unmut über diese Macht. Eine formelle Kriegserklärung mit oder ohne Casus Belli kann nach weiteren 5 Runden geäußert werden. Delegation schicken. Ach, da kriegen wir bestimmt diplomatischen Vorteil für Kohle. Freundschaft verkünden. Äußert formell euer Bestreben, ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Macht aufrechtzuerhalten. Als Freund könnt ihr der Macht eine Allianz eingehen, aber ihr keinen Krieg erklären. Das müssen wir später nochmal gucken. Verlangt ein diplomatisches Geschenk von anderen Mächten. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viel mehr, was man so alles an Knöpfen drücken kann. Das finde ich jetzt auch mal cool. Ach, und hier sehen wir uns selbst. Und unsere Fähigkeiten. Aber mit uns selbst verhandeln können wir nichts. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Okay, dann würde ich mal sagen, wird es Zeit, hier ein bisschen die Herrschaft zu festigen und eine Politik zu machen. So, danke für die Info. Wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. So, und zwar, ach, das ist unsere Ausrichtungsforschung. Wir haben ja 2 Forschungsbäume, wie ich schon gesagt habe. Und zwar haben wir den einen für materielle Forschung und einen für Politiken. Apropos, wir sehen hier rechts oben bei der Uhr, vor genau 12 Stunden wurde das Spiel hier in Deutschland released. 1 Uhr morgens war es und jetzt haben wir 1 Uhr nachmittags. Okay, was bringt uns denn hier die Gesetzgebung? Euer Volk ist so begierig, die Gesetzgebung auszuprobieren, dass Änderungen an der Regierungsform und Sozialpolitik in dieser Runde gratis sind, durch die Ausrichtung freigeschaltet. Disziplin Militär, +5 Kampfstärke im Kampf gegen Barbaren. Inspektion Militär, doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten, das könnte sehr nützlich sein gerade. Gottkönig, +1 Glauben, +1 Gold in der Hauptstadt. Und Stadtplanung, +1 Produktion in allen Städten. Aber ich würde sagen, ändern wir erstmal die Politik hier. Da wir Deutschland sind, haben wir einen weiteren Militärslot für eine weitere Politik. Das heißt, wir können hier direkt eigentlich beide reintun, oder nicht, ne? Genau, haben wir gar nicht die Qual der Wahl. Und jetzt müssen wir gucken, +1 Glauben, +1 Gold in der Hauptstadt. Klingt erstmal gut, oder +1 Produktion in allen Städten? Ich möchte ehrlich gesagt erstmal ein bisschen Glauben haben, denn das ist neu. Und ich kenne mich damit nicht aus, deswegen würde ich sagen, kann es erstmal nicht schädlich sein, wenn wir sowas bekommen. So, was haben wir denn? Meine Regierung. Da ändert sich nicht viel und Regierungen ansehen. Ach, hier sind so vorgefertigte Modelle. Oligarchie, Theokratie. Muss man dann aber auch erst freischalten, schätze ich. Okay. Wurden nicht bestätigt? Ja, dann sag mal auch, wie ich sie bestätige, Mensch. Politik bestätigen. Steht unsere Politikagenda? Ja. Und der Speer kann hier erstmal ein bisschen weiter vordringen. Und zwar in Richtung Ruine. Bin gespannt, was da zu finden gibt. Hä, eine Ausrichtung wählen? Ach genau, entdeckte einen zweiten Kontinent, modernisiert 3 Geländefelder. Außenhandel kriegen wir natürlich recht schnell einen Bonus. Handwerkskunst dauert länger. Ich hoffe einfach, dass wir gleich einen neuen Kontinenten finden, damit es dann nicht so lange dauert und wir einen Bonus für die Forschung bekommen. Wer forscht mal Außenhandel? Können wir noch ein Feld weitergehen? Nee, leider nicht. Einer benötigt Befehle. Der Speer... Wo ist denn hier das Barbarenlager, wovon die erzählt haben? Haben die uns reingelegt? So, hier haben wir den Fluss überquert. Dann müssen wir aber, glaube ich, um das russische Reich drumherum laufen. So, eine Runde können wir, glaube ich, noch machen und dann beende ich einfach mal den Part. Das Rundensystem finde ich jetzt besser animiert, dass sich die Welt so dreht. Das war das letzte Mal nur an so einem Ladeballschirm.
Und hier ist es noch ein bisschen besser animiert, finde ich. Auch die Symbole gefallen mir hier ein bisschen besser mit der Comic-Grafik. Da finde ich, das ist der Schwachpunkt der Grafik-Engine, dass man eben, wenn man mit den Leuten im Diplomatie-Menü redet, dass sie einfach unrealistisch aussehen. Beendet eure Runde. Achso, wir haben sie gar nicht beendet, stimmt. Ich habe mich schon gewundert, warum es so komisch aussieht. Heilt der Typ hier eigentlich auch nochmal? Ach, und die Trefferpunktzahl hat sich jetzt verändert. Früher gab es immer einen von 10 Trefferpunkten und jetzt ist das Ganze viel genauer. Mit 100 Trefferpunkten statt 10. Können wir hier reingehen, ohne dass die uns den Krieg erklären? Ach, das war freundlich. Guck mal einer an. Und jetzt können wir auch endlich mal hier die Ruine ausbeutern. Plus 10 EP und Beförderung. Die Dorfbewohner haben ein gemeinsames technisches Geheimnis, Heureka. Euer Wissen über die Technologie Segeln hat große Fortschritte gemacht. Das ist doch prima. Ich glaube, außerdem wäre der Bonus sowieso richtig schwierig zu kriegen bekommen, weil man dafür da eine Küstenstadt bauen muss. Und so eine Stadt, die kann man ja nicht eben schnell mal bauen. Okay, dann kriegen wir es mal schneller hin. Wir können uns aber nicht weiter bewegen. Wer benötigt noch Befehle? Hier, der Speer. Der soll endlich mal das Barbarenlager finden, wovon die geredet haben. Nee, nix. Hier hinten könnte noch was sein. Da müssen wir einmal ganz drum rumlaufen. Aber ich möchte hier auch einfach mal ein bisschen weiter östlich gehen. Und ich denke, das wäre es dann auch für diesen Part. Es war mir eher so eine lockere Erkundungsrunde. Und ich hoffe, wenn wir hier in 3 Runden an den Bautrupp fertig haben, dass wir dann hier natürlich auch ein bisschen das Ganze ausbauen. Danach werde ich mal einen Siedler in Auftrag geben. Dann werden wir hier eine Stadt zwischen uns und Russland gucken und dann natürlich schauen, wie sich das diplomatische Verhältnis zu St. Petersburg dann verändert. Ob die das freut, wenn wir ihnen den Platz wegnehmen oder ob die dann ein bisschen sauer werden. Ich bin gespannt auf jeden Fall erstmal, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einfach mal eine positive Bewertung. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ich versuche, dass jetzt mal täglich ein Civilization-Video kommt. Schreibt was in die Kommentare, Wünsche für die Folgen. Wenn ich irgendwie was hier die ganze Zeit übersehe, wo ihr denkt, Mensch, drückt doch mal das an, dann schreibt es auch irgendwie Feedback. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Und bis denn.